Licht, Kamera, Action. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Und weiter geht's nach dem Intro. Hallo liebe Freunde bei Was weiß Willi. Wir sind hier in Mülheim an der Ruhr in der Camera Obscura. Es ist die größte Camera Obscura der Welt, die in einem alten Wasserturm für Eisenbahnbetankung mit Wasser, also für Dampfloks, untergebracht ist. Das Weitere erklären und zeigen wir euch gleich im Rundgang. Ja, liebe Freunde, wir sind ja in der Camera Obscura hier und das ist jetzt der oberste Teil, wo diese Camera Obscura untergebracht ist, von dem ehemaligen Wasserturm zur Betankung von Dampfloks. Es ist die weltgrößte Camera Obscura und freundlicherweise wird uns jetzt gleich außer der Reihe mal gezeigt, was diese Camera Obscura für Bilder um uns herum einfangen kann. Was sind denn das für Kästen mit diesen Spiegeln drin? Ja, das sind sogenannte Guckkästen, die mit sehr schönen Kupferstichen bestückt werden konnten, zum Teil auch von hinten beleuchtet, dass man einen Tag-Nacht-Effekt bekommt. Und das, ich würde sagen, das ist fast sowas wie die Vorläufer unserer heutigen Liga-Projektion oder ähnlicher Einzelbilder, die an die Wand geworfen werden konnten. Diese Kästen dienten halt der Unterhaltung, der Belustigung, unter anderem auch auf Jahrmärkten, wo dann gegen Bares jeder mal gucken durfte und konnte. Und die gibt es also auch in einer, wie hinter mir zu sehen ist, dann als Stereofotografie, wodurch das Ganze dann auch noch räumlich wird und wirkt auf das Auge. Weil unser Auge ist ja ein Diener des Lichts. Das heißt, diese optische Täuschung dieser zwei aus leicht unterschiedlichen Perspektiven aufgenommenen Bilder, die nebeneinander dann durch zwei Linsen betrachtet werden, verschmelzen bei uns im Kopf dann zu einem einzigen dreidimensionalen Bild. Solche Teile sind natürlich überaus wertvoll, weil allzu viele sind davon nicht mehr zu haben, zu sehen oder aufzutreiben. Und vieles, kann man sagen, ist dank privater Sammler dann doch noch übrig geblieben und mögliches auszustellen. Wir befinden uns hier übrigens auch in der dritten Etage des Turmes und werden uns langsam weiter vorarbeiten. Jo, nun sind wir wieder mal eine Etage tiefer. Oder höher, je nachdem, wo man anfängt mit dem Laufen, in der zweiten. Und hier wird gezeigt, wie die Bilder laufen lernten. Mit den tollsten Ideen vom Daumenkino bis zum Drehkranz. Hier neben mir, den kann die Emmy mal ordentlich fester anschubsen. Unten. Und dann kann der Chris vielleicht mal reinfilmen durch die Schlitze. Das ist also total lustig, denn das ist so von der Idee der Vorläufer, wie unsere Filmkameras heute auch mit den Verschlüssen funktionieren. Ja, unser Auge ist eben träge,
und wie ich schon vorhin sagte, ein Diener des Lichts. Und deswegen gibt es für uns ein bewegtes Bild, wenn sich das dreht und immer nur durch die Schlitze, unterbrochen durch die schwarzen Stücke, für uns zu sehen ist. Was sind das denn für Papierfiguren? Ja, das gehört mit zu den ersten Unterhaltungsformen, die wir hier sehen, die die Menschen sich geschaffen haben. Diese sind jetzt aus dem asiatischen Raum. Das sind Schattenspiele. Die dann sind jetzt hier hinterleuchtet. Übrigens sind wir jetzt hier in der ersten Etage des Wasserturms. Und damit haben sich die Menschen dann unterhalten. Abends in der dunklen Jahreszeit mit Licht konnte man dann die Schatten an der Wand werfen, die sehr toll dann aussahen. Und hier gibt es natürlich auf dieser Etage auch noch ganz andere tolle Sachen zum Mitmachen. Kaleidoskop. Es gibt Lamellenbilder, wenn man von links guckt, sieht es anders aus wie von rechts. Also der Mensch hat sich super was einfallen lassen, um sich bildermäßig zu unterhalten. Es gibt hier auch Zerrbilder, das können wir gleich vielleicht sogar noch mal kurz zeigen. Da kann man erst gar nicht mehr erkennen, was es wirklich ist. Und wenn man einen zylindrischen Spiegel drüber stellt, dann erkennt man das tatsächliche Motiv. So, ihr Lieben, auch ich melde mich wieder zu Wort. Wir sind, wie schon erwähnt, heute in der Kamera Obscura in Mülheim an der Ruhr. Wir befinden uns jetzt hier in der Wechselausstellung im Untergeschoss. Und bei mir ist der Herr Dr. Jörg Schmitz, den ich jetzt natürlich auch hier interviewen darf. Vielen Dank dafür schon mal. Und mit einer der ersten Fragen ist, wie ist das Museum überhaupt entstanden? Was war die Idee dahinter? Also der Anfangspunkt war eigentlich die Landesgartenausstellung, die Myga 1992. Im Vorfeld dieser Landesgartenausstellung hatte Professor Werner Nekes, ein Müllermer Filmemacher und Medienwissenschaftler, die Idee, den Kessel als begehbare Kammer Obscura zu nutzen. Der Turm selbst war damals Besuchercafé. Dann trug man sich über Jahrzehnte mit dem Plan, hier ein Museum einzurichten. Verhandlungen mit Professor Nekes scheiterten allerdings. Und dann ist über Vermittlung des Filmmuseums Düsseldorf ein Teilbestand einer Wuppertaler Sammlung, die Sammlung von Karl-Heinz Stecklings, angekauft worden. Und 2006 zog dann das Museum zur Vorgeschichte des Films in diesen Turm, der denkmalgeschützt ist und zum Areal Myga, aber auch zum Areal des benachbarten ehemaligen Eisenbahnausbesserungswerks gehört. Und seitdem versuchen wir als außerschulischer Lernort zu vermitteln, wie die Bilder das Laufen lernten. Es geht hier um Wahrnehmung, es geht nicht nur um Physik, sondern es geht um Kunstgeschichte, Industriegeschichte, es geht aber auch um Kulturgeschichte, Fotografie, Optik, Technik. Also das ist ein bunter Mix und unser Motto ist Learning by Doing. Die Besucher sollen anhand von Nachbauten die in den Vitrinen befindlichen Objekte dann quasi nochmal selbst ausprobieren können und so dann einen gewissen Nährwert, einen Wissensvermittlungswert hier dann auch bekommen. Jetzt hatte ich erwähnt, wir sind hier unten in der Wechselausstellung. Diese wechselt, sagten Sie, alle 2 Monate. Alle 2 Monate haben wir eine neue Ausstellung, wobei wir hier dann verschiedene Positionen der aktuellen Fotografie zeigen, aber auch Dinge, die mit unserem Haus zu tun haben. Also wir zeigen hier manchmal Kupferstiche, Laterna Magica-Scheiben. Also es ist ein buntes Sammelsurium unterschiedlichster Ausstellungen. Wobei wir sehr stolz darauf sind, dass wir mit benachbarten Hochschuleinrichtungen wie der Volkfang-Hochschule, aber auch der Hochschule Rhein-Waal, der Fachhochschule Dortmund im regen Austausch, wissenschaftlichen Austausch stehen. Und auch diese Hochschulen haben hier diverse Ausstellungen schon durchgeführt. Ja, das Besondere an diesem Museum ist ja oben die Kamera Obscura drin im Turm in der 4. Etage. Ist die denn nur geführt zu besichtigen oder? Also es sieht so aus, dass jeder Besucher, der hier eine Eintrittskarte gelöst hat, Anrecht auf eine Kamera Obscura-Vorführung hat, die in der Regel jede Stunde stattfinden, je nach Publikum zwischen 15 und 25 Minuten dauern können. Und sollte es mal keine Sonne geben und keine Sicht, haben wir dann auch noch Projektionsgutscheine für die Besucher, sodass sie dann an einem anderen Tag bei Sonnenschein sich das Bild auch nochmal anschauen können. Abschließend dann noch die Frage, was ich auch schon in Düsseldorf gefragt habe. Was ist Ihr persönliches Highlight hier in diesem Museum? Also es
sind verschiedene Dinge, die ich sehr bezaubernd finde. Also zum Beispiel die Ebene 2 mit den Bewegungsapparaturen, die Wundertrommel, das Lebensrad. Das ist eigentlich der Schlüssel für die Vermittlung von Medienkompetenz. Dann natürlich auch die begehbare Kamera Obscura, eigentlich ein überdimensionierter Spiegelreflexfotoapparat mit geöffnetem Verschluss und dauerhaft einem nachgeordneten Objektiv. Und man könnte in dem Raum auf dem Projektionstisch auch Papiernegative belichten, wenn man wollte. Aber das Museum an sich ist eigentlich eine Einheit. Wir nehmen auch als Wissensvermittlungsstätte jetzt in diesem Jahr wieder an der langen Wissensnacht Ruhestadt teil. Wir nehmen an den Extraschichten teil und wir versuchen halt den unterschiedlichsten Besuchergruppen wirklich von der Vorschulgruppe bis zur Seniorengruppe hier einen angenehmen Aufenthalt zu bieten. Wir sind am neuen Radschnellweg 1 gelegen, mitten eines wunderbaren Parks und insofern ist es eigentlich ein sehr schönes Freizeitziel. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich, dass wir hier sein durften, für Ihre Zeit. Es hat uns gefreut. Danke. Sehr gerne. So, ihr Lieben, auch ich melde mich wieder zu Wort hier aus der Kamera Obscura in Mülheim. Kleines, aber feines Museum. Wir kommen zur Bewertung, wie immer. Gesagt sei an dieser Stelle, dass wir das Ganze natürlich subjektiv nach unserem Ermessen bewertet haben. Also kommt vorbei und macht euch selbst ein Bild davon. Wir fangen aber an mit der Bewertung und dem ersten Punkt Preis-Leistung. Willi? Ja, also ich würde sagen, da kann man ruhig die volle Punktzahl geben, denn bei 54 für den regulären Eintritt und 53 für den ermäßigten ist das wirklich klasse. Und was noch dazu kommt, ist, das sollte man ganz oben in der Kuppel, wo die Kamera Obscura untergebracht ist, also diese sogenannte Lochbildkamera, ins Deutsche übersetzt, sollte es wettermäßig nicht möglich sein, da ein Bild zu erhaschen und was zu sehen, bekommt man einen Schein, mit dem man dann bei besserem Wetter nochmal kostenfrei hinein kann, um sich dieses Bild anzusehen. Gesagt sei auch noch, dass die Preise sich natürlich jederzeit ändern könnten. Deswegen schaut einfach am besten immer aktuell auf die Homepage des Museums. Die blende ich euch hier unten nochmal ein. Und wir kommen zum zweiten Punkt, und zwar die Familienfreundlichkeit, Behindertengerechtigkeit. Auch hier haben wir uns darauf geeinigt, dass wir die volle Punktzahl 5 von 5 Punkten geben. Man hat einen Aufzug hier, es ist alles behindertengerecht eingerichtet. Es gibt sogar ein Behinderten-WC. Es gibt interaktive Stationen, jede Menge zu entdecken, auch für die kleineren Besucher. Ja. Einfach grandios hier in der Kamera Obscura. Und dann kommen wir auch schon zum dritten Punkt unserer Bewertung, das Ambiente, Willi. Ja, wir hatten schon mal ein ähnliches Ambiente, das war unser Dreh im Schifffahrtsmuseum im Schlossturm in Düsseldorf. Es ist sagenhaft, was auf diesem beengten Raum untergebracht ist und was unbedingt zum Ambiente beiträgt, ist die Freundlichkeit und die liebevollen Erklärungen in den Stationen von der Museumsleitung, wenn man Fragen hat. Es ist also toll gemacht. Bleibt der letzte Punkt zu bewerten, der Spaßfaktor, was halt bei einem Museum, wie auch in vorangegangenen Videos des Formats Was weiß Willi, immer so war. Wir wollen natürlich Spaß am Lernen vermitteln, Spaß am Neuentdecken, Spaß am Lernen neu entdecken. Wir möchten euch anregen, dazu rauszugehen, Museen zu besuchen. Und gerade hier sage ich, es lohnt sich. Der Spaßfaktor geht auch hier mit 5 von 5 Punkten. Wir haben ein sensationelles Ergebnis von insgesamt 20 von 20 Punkten erstmalig in diesem Format. Was weiß Willi? Das ist super. Was es hier als Zusatzleistung noch gibt, bleibt zu sagen, man kann hier heiraten. Finde ich super. Es gibt einen wunderschönen, schönen, schönen Laubengang hier. Den können wir jetzt nicht einblenden, so schön wie er ist. Den kann ich eventuell gleich nochmal als Foto festhalten. Im Sommer blüht es hier grün. Die farbliche Gestaltung ist so, wie man es sich wünscht, wie derjenige es haben möchte. Die Preise sind dann auch bitte beim Museum anzufragen. Es ist einfach ein traumhaftes Museum. Zu sagen bleibt, unten gibt es dann noch eine Wechselausstellung, die ändert alle 2 Monate. Die ist klein, aber auch sehr fein. Das war in dem Raum, wo wir das Interview mit dem Herrn Dr. Schmitz hatten, die Museumsleitung von hier, bei dem ich mich an dieser Stelle auch nochmal recht herzlich bedanken möchte für diesen schönen Eindruck vom Museum, für diese tollen und sagenhaften Erklärungen, für die Möglichkeit, hier zu drehen.
Hast du noch abschließend was zu diesem Museum, zu diesem fabelhaften Tag heute zu sagen? Es bleibt einfach noch zu sagen, dass auch schon mal Workshops angeboten werden, wie ich vorhin gelesen habe. Und was ich euch auf jeden Fall auch wie bei den anderen Sachen ans Herz lege, schaut es euch mal an. Es gibt so viel zu entdecken und besser als jedes Internet, weil hier kann man wirklich interaktiv mitmachen und man kann zeigen, wie leicht das menschliche Auge zu betrügen ist. Dann möchte ich mich vom Willi schon mal verabschieden. Ich nehme dir das einmal ganz kurz ab. Ich möchte einmal unseren Tontechniker Sebastian noch mal nach hier vorne zu mir bitten. Gib das Tablet, lass laufen. Gib das Tablet einfach an den Willi. Komm doch einfach noch mal kurz zu mir. Klemm dir das mal ganz kurz an oder halt's fest, wie du möchtest. Ganz kurz möchte ich dann noch erwähnen, nächste Woche startet unser neues Format. Und zwar Sebis Flora und Fauna, kurz angerissen in Kromfort. Unser Sebi kann ja jetzt noch mal ganz kurz, bevor wir nächste Woche Sonntag mit dem Dreh starten, wann das allerdings hochgeladen wird, weiß ich noch nicht. Was er dort euch vermitteln will, schon mal ein kleiner Vorgeschmack, euer Sebi. Ja, wir besuchen dann den Tierpark Fauna in Solingen. Das ist halt ein kleiner, aber feiner Zoo. Wir werden uns das auf jeden Fall mal anschauen, was es dort zu sehen gibt und was man so an Natur in der Umgebung entdecken kann. Wir werden natürlich ein bisschen gucken, wie das Wetter wird. Wir hoffen auf Sonnenschein oder zumindest keinen Regenwetter, damit wir halt auch schön uns mal die Außenareale anschauen können. Ja, und dann hoffen wir einfach, dass wir euch dann auch so ein bisschen dafür begeistern können, auch mal ruhig mal so kleine Tierparks oder Zoos in der Umgebung mal aufzusuchen, um einfach mal so ein bisschen einen Eindruck zu bekommen, was so, sag ich mal, vor der Haustür halt oder auch in anderen Ländern halt an Tieren und auch vielleicht vereinzelt auch Pflanzen zu finden ist. Ne? Das wird auf jeden Fall eine spannende Sache. Bleibt abschließend wie immer zu sagen, habt ihr Ideen, Anregungen, Wünsche, wo wir hin sollen, was wir testen sollen, was wir für euch besuchen sollen, wollen, müssen, schreibt uns an auf Instagram. Die blende ich euch jetzt auch nochmal ein, hier die Instagram-Seite unten, @die_freizeittester. Auch unser Willi hat jetzt Instagram, auch da lasst gerne ein Follow da. Und zwar @was_weiß_willi. Auch das blende ich euch nochmal ein. Ganz wichtig ist, ihr dürft auch gerne meinen Hauptkanal abonnieren. Und zwar deine_freizeitfotos. Wo ihr Freizeitfotos findet aus Düsseldorf, was ich so hobbymäßig schieße. Und zwar, wo ihr uns auch noch besuchen könnt, wo unsere Emmy dann bloggen wird, ist auf unserer Homepage. Die blende ich euch dann auch nochmal unten ein, genauso wie die Museums-Homepage. Als erstes einmal die Museums-Homepage, die könnt ihr euch dann lesen, die findet ihr auch nochmal in den Kommentaren. Unsere Homepage findet ihr dann unter dem Punkt www.die-freizeittester.de.tl. Da könnt ihr gucken, was wir da anbieten. Die ist recht spartanisch eingerichtet, aber ich glaube tatsächlich, unser Hauptaugenmerk liegt hier auf unseren Videos. Und die Homepage ist wirklich soweit dann super gestaltet. Da könnt ihr unser Team nochmal kennenlernen, ganz kurz. Da könnt ihr dann die Blogs kennenlernen, unsere Formate kennenlernen. Und wenn ihr Ideen habt für ein neues Format, auch gerne das. Im April startet dann unser drittes Format, Jungs gegen Mädchen. Da werden wir wahrscheinlich, so wie es aktuell aussieht, Poolbillard spielen. Und was euch da erwartet, wer das Ganze gewinnen wird, seht ihr dann. Auf jeden Fall ein Team kann ich schon mal vorstellen, das sind ich und der Sebi. Wir sind die Jungs und das Mädchenteam, lasst euch überraschen. Ein Teil davon ist auf jeden Fall die Emmy. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wunderschönes Wetter. Wir sehen uns aus dem Tierpark Fauna in Solingen das nächste Mal mit Sebis Flora und Fauna. Bis dahin, macht's gut, schreibt uns, wir sehen uns.